Das Wort hat der Kollege Markus Kurt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt insbesondere von den Regierungsfraktionen wortreiche Erklärungen gehört, warum sie die Anhebung der Regelsätze für die Kinder in Langzeitarbeitslosenhaushalten nicht wollen. Und der Tenor war: abwarten, abwarten, bis das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, abwarten, bis die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ausgewertet ist, abwarten, bis Sie genug überlegt haben. Ich sage Ihnen, wir sind hier der Gesetzgeber, wir sind hier nicht hergewählt worden, um abzuwarten, bis uns das Bundesverfassungsgericht ein Urteil spricht. Das zeigt doch nur eins: wenn es um Geldleistungen für Langzeitarbeitslose geht, dann sind Sie alle, wie Sie da sitzen, passive Klötze. Wenn es allerdings darum geht, Familien mit sehr hohem Einkommen zu begünstigen, da haben Sie offensichtlich weniger Schwierigkeiten. Ich zitiere Wolfgang Schäuble, was er am 12. November diesen Jahres, also vor einem Monat, im Deutschen Bundestag zur Erhöhung des Kinderfreibetrags und des Kindergelds gesagt hat. Er sagte, Zitat: das ist wirklich eine sozial ausgewogene Maßnahme, die auch der Stärkung der privaten Nachfrage dient. Zitat Ende. Das ist ja schon ein sehr merkwürdiges Verständnis von sozialer Ausgewogenheit. Wenn einerseits Spitzenverdiener 400 Euro im Jahr netto mehr haben und auf der anderen Seite für Kleinkinder in einem Arbeitslosengeld-II-Haushalt bei 215 Euro pro Monat nicht einmal ein Cent zur Verfügung steht. Ein sehr merkwürdiges und eigentümliches Verständnis von sozialer Ausgewogenheit beim Finanzminister und der Koalition. Wenn einerseits ein Luxushotel wie das Adlon durch die Mehrwertsteuerermäßigung jetzt 1,9 Millionen Euro pro Jahr Zusatzgewinn hat und auf der anderen Seite die Reinigungskraft in dem gleichen Hotel wegen ihres niedrigen Lohnes ergänzendes ALG II bezieht und für ihre Kinder nicht einen Euro aus der Kindergelderhöhung sieht. Und, meine Damen und Herren, es ist beinahe schon dreist, wenn derselbe Herr Schäuble, der die Staatskassen zugunsten der gut betuchten schwarz-gelben Klientel leeren will, heute verbreiten lässt, ab 2011, da werde richtig gespart. So wie Sie von Union und FDP heute als Bedenkenträger gegen die Erhöhung von Kinderregelsätzen aufgetreten sind, kann man sich schon denken, wer wieder sparen muss, nämlich diejenigen, die bereits jetzt nur wenig Spielräume und Chancen haben. Und wenn dank Ihrer Steuergeschenke im kommenden Jahr das Defizit beängstigend ansteigt, dann ahne ich jetzt schon, wer gemeint ist, wenn es dann heißen wird: ja, jetzt müssen wir uns aber mal wirklich Gedanken darüber machen, was wir uns in Deutschland überhaupt noch leisten können. Meine Damen und Herren von der Koalition, wir sind uns sicherlich einig, auch mit einigen Sozialdemokraten, dass passive Leistungen alleine nicht ausreichen. Dennoch bleiben diese auch Voraussetzung für Teilhabe und auch für Aktivierung. Auch wenn ich das Wort Aktivierung nur noch sehr ungern in den Mund nehme mittlerweile, denn die Rede von der Aktivierung, sie bleibt schal, wenn wirksame individuelle Hilfen ausbleiben. Wenn, wie das IAB vorgestern bestätigte, mehr als die Hälfte der Alleinerziehenden über 3 Jahre ununterbrochen im Arbeitslosengeld-II-Bezug stecken bleibt, dann stimmt offensichtlich etwas nicht mit der individuellen Hilfegewährung. Und gegenüber diesen Müttern, den Alleinerziehenden, sagen Sie dann, ihr erhaltet nicht den Betrag, den ihr für den notwendigen Lebensunterhalt der Kinder bräuchtet. Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, Sie sind die letzten Mohikaner. Die freie Wohlfahrtspflege, die Arbeits- und Sozialministerkonferenz und mittlerweile sogar vermutlich das Bundesverfassungsgericht werden feststellen, dass die Festsetzung der Kinderregelsätze so nicht in Ordnung ist. Nur Sie stehen da noch alleine in der Landschaft. Machen Sie, was wir als Bündnis 90 Die Grünen auch wollen, endlich einen klaren Schnitt. Wir Grüne wollen die Beträge für Kinder so anheben, dass sie der Lebenswirklichkeit näher kommen. Wir wollen des Weiteren einen eigenständigen Kinderregelsatz und in einem großen Schritt eine armutsfeste Kindergrundsicherung. Das sind klare Perspektiven, und das ist nicht so ein jämmerliches Suchen nach Ausflüchten, wie Sie es hier bieten. Vielen Dank.